Frieden mit Putin. Wie kann man sich das vorstellen, mit ihm reden? Wie soll das funktionieren? Ich glaube, es gibt ein gutes Beispiel, das auch selbst vom Selenskyj schon genannt worden ist. Österreich war nach dem Zweiten Weltkrieg, so wie auch Deutschland, von vier Mächten besetzt und hat mit den Russen damals durchgesetzt, durch die selbstdeklarierte Unabhängigkeit, durch die selbstdeklarierte Neutralität, dass es ein unabhängiger Staat geworden ist. Das war auch nicht so leicht und nicht so einfach, weil wir waren damals genau wie heute Ukraine an der Grenze zwischen den beiden Systemen. Und das ist nicht nur gut gegangen, sondern das kann durchaus auch für die Ukraine eine Möglichkeit sein. Ich sage nur einen Satz noch dazu, dann kommt gleich der Kollege Gaffron, weil der schaut so böse aus und will was ganz anderes sagen. Ich bin nur verwundert. Verwundert? Über so viel Mythenbildung. Ich kann mich auch auf jemanden, der vielleicht nicht das Linksseins und so weiter verdächtig ist, auf Henry Kissinger berufen. Ganz,